So Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar bin ich hier gerade an so einem Feldweg. Mein Auto steht genau dort. Gerade ein Video gedreht über den 1er. Hier fettes Wetter, die Sonne kommt gerade raus. Ja, ist echt geil. Heute Morgen war nicht so ein gutes Wetter, gestern war auch ein schlechtes Wetter. Bin noch ein bisschen erkältet, aber es kommt tatsächlich die Sonne raus. Ballert ganz schön. Wie gesagt, so, hier ist leider nicht aufgeräumt, aber was ich euch empfehlen kann für jedes Auto, also ohne Spaß, das wollte ich euch zeigen unbedingt, ist der Neregin Reifenglanz. Der ist krank, also hebt locker eine Woche. Meiner Meinung nach der beste Reifenglanz, also wirklich. Ich glaube, von Sonax gibt es eine Alternative, die auch, ja, gut sein könnte, aber das hier ist echt der krasseste Reifenglanz, also ohne Scheiß. Wenn ihr euch sowas gönnen wollt, dann kauft euch den, kostet circa 10 Euro oder so, könnt ihr überall holen. Ja, ich trage das mal hier jetzt auf. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich sprühe das so auf, okay, und ja, reibt es mit dem Tuch rein oder so, kann ich euch auch nicht wirklich sagen, oder ihr klappt es halt so um und sprüht das Ganze. Ich sprühe das mal kurz ein. So sieht das Ganze dann in etwa aus. Also jetzt scheint halt hier die Sonne. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Die Kamera ist auch so scharf, Alter. Das ist jeden Scheiß, Alter. Naja, ich sprühe mal kurz den Reifen hier ein. So, ich denke, hier sieht man es ganz gut. Es ballert schon übertrieben, ohne Scheiß. Ist echt geil. Den kann ich euch echt nur weiterempfehlen. Ich habe andere getestet, auch billige. Ja, ich meine, am Anfang halten die echt gut, einen Tag oder so. Und dann seht ihr auch davon gar nichts mehr eigentlich. Der hält locker eine Woche, wenn ihr nicht durch den Schlamm fahrt. Wenn es nicht unbedingt regnet, der hält echt. Also manchmal sollte man halt echt auf Qualität achten, statt auf den Preis. Kommt immer drauf an. Ich meine, das Ding kostet jetzt 10 Euro, jetzt stell doch scharf. Stell scharf, leckt mich am Arsch. Ich mach's jetzt bis die scharf stellt, das kotzt mich voll an. Aha, so. Also hier Reifenglanz, Neregin Performance. Mit integriertem Präzisionssprühknopf. Seht ihr das Ganze nochmal? Ich meine, mein Finger ist ein bisschen dreckig. Ja, Anwendung müsst ihr euch nicht unbedingt durchlesen. Ja, hier, hergestellt in Deutschland, ist vielleicht noch ein Argument. Deutschland sollte man doch immer unterstützen. Auch wenn sie sich gerade die Automobilindustrie selber kaputt machen. Und Deutschland ist halt nun mal Automobil. Naja, das werden die auch erst in ein paar Jahren checken, wenn es dann soweit ist. Oder wenn es noch... Ja, ich denke, es dauert noch ein paar Jahre. Die werden sich das selber kaputt machen. Angefangen mit Dieselverbote. Weiter geht's. Wie die vorgehen gegen die ganzen Tuner, als wären es irgendwelche, weiß ich, Schwerkriminellen. Die übertreiben da schon ihre Lage. Naja, was soll man dazu sagen? Der deutsche Staat halt. Kann man nichts dran ändern. Schlussworten kann ich zu meinem Auto sagen. Kein Fehlkauf. Geiler Alltagswagen. Und ja, in diesem Sinne war es dann auch schon mit dem Video. Wie gesagt, der Reifenglanz ist echt geil. Könnt ihr euch gönnen. Und in diesem Sinne, folgt mir auf Instagram, abonniert meinen YouTube-Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.